Doch, doch, doch. Wir nehmen mal die Hände in die Hand, gehen schnell hier zu Ile, wie auch immer. Wir haben doch Nägel und einen Hammer. Wir machen mal das doch mal schnell, weil das hier schon alles wackelt. Hammer? Ile, ich habe einen Hammer und Nägel für Sie. Oh, Gitos, Rover, Leroy. Danke, gut, gut. Okay, kann ich mir die Sachen wieder mitnehmen? Hoffentlich braucht Ile das nicht mehr. Er hat ja repariert, ne? Und hier ist doch wieder unser Hammer. Ile hat bereits alles erledigt, also kann ich das Ding auch wieder einstecken. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben jetzt wieder alles zurück. Denn die Nägel haben wir ja hier auch nur gefunden. Warte mal. Der Wachmann will anscheinend herausfinden, was gestern mit dem Generator passiert ist. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Ile? Gibt es Probleme mit dem Generator? Bolto eine. Er hat gestern nicht richtig funktioniert. War sofort leer. Ich suche nach einem Loch oder... Sie suchen ein Leck? Gülle, ja. Hoffentlich ist er nicht kaputt. Ja, das wäre schlimm, wenn der kaputt wäre. Okay, hier ist dann also auch nichts weiter. Haben wir hier noch irgendwas auf dem Grundstück? Gut, dass Professor Schneider im Bauwagen ist. Dann sieht er nicht, was ich hier mache. Warum auch immer, dann geht's gar nicht anders. Wir müssen und ich hoffe, wir werden nichts. Vielleicht ist deswegen der Engel da, weil wir vielleicht hier begraben werden oder so. So, warte mal, ich speichere mal hier. So, was haben wir denn hier? Ein Spiegel. Den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Burke! Burke hatte einen Spiegel auf der Stirn. Mhm. Warte mal, wir können hier weiter? Oh. Das Kabel wurde sauber durchgeschnitten. Naja. Ich fasse das mal nicht direkt an. Ich habe die Drähte isoliert. Hallo! Können Sie mich da unten hören? Ja, Professor. Oh, Sie Verräterin. Was? Bleiben Sie da drin. Professor, warum haben Sie mich hier eingesperrt? Das verstehe ich nicht. Ich Dummkopf. Ich hätte es sofort erkennen müssen. Woher sollten Sie all diese Informationen über meine Arbeit haben? Argo hat mich vor der Konkurrenz gewarnt, aber das... Aber ich arbeite für niemanden. Natürlich nicht. Sie sind aus Spaß in die Gruft eingebrochen, was? Oh nein, Sie bleiben da, bis ich entschieden habe, was aus Ihnen wird. Das ist doch lächerlich, Schneider. Sie sehen doch, dass es hier nicht sicher ist. Wollen Sie mich etwa umbringen? Darüber hätten Sie früher nachdenken sollen. Was? Was ist das für ein Typ? Na toll. Dunkler Keller. Die Sarkophage. Warum sollte ich den bewegen? Eine Sand. Wir schauen mal hier unten. Ich glaube, ich muss noch mit den Kabeln irgendwie was machen. Wir haben jetzt hier Ripper. Ach, deswegen gab es den Kurzschluss. Deswegen gab es den Kurzschluss. Als ich versucht hatte, umzustöpseln, weil ich gesagt habe, warte mal, hier müssen wir ausschalten. Das hier machen wir auf die... wir sind jetzt auf G, das machen wir auf das H. So. Und dann gucken wir mal. Jetzt gibt es keinen Kurzschluss.
Aber ich... Ah, Moment. Dann nehmen wir jetzt noch das erste Licht hier weg. Wir müssen... A auf D. Wir müssen komplett hier um... So. Das stecken wir hier kurz hin. Das bleibt da. Also wir überbrücken jetzt die 1, weil die 1-Lampe wird nicht viel bringen, dass wir die anderen in Reihe schalten. Also A auf D, da müssen wir E auf die F haben wir. Und G, dazu brauchen wir dann hier das Dings, G auf H. Theoretisch. Dann können wir nämlich hier unten in die Ecke laufen und haben das nächste. Aber... Wir müssen noch ein... Oh, oh, oh. Könnten wir... So, lassen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt das überbrückt auf die... Ah, wenn wir die 2 auch noch wegnehmen, in der Hoffnung, dass das funktioniert, und wir mit der A auf das F gehen, geht das? Nee, wir bräuchten eigentlich noch noch Draht. Eigentlich. Wir kriegen nicht die alle Lampen an und aus hier, die wir bräuchten. Das reparierte Kabel führt zu den Scheinwerfern. Oh, oh! Interessant. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ein Kabel aus dem Kasten am Eingang. Ich vermute, dass Jacek es rausgerissen und hier ins Dunkle geschmissen hat, damit der Tatort nicht so schnell entdeckt wird. Okay, dann können wir das natürlich jetzt machen. So, dann müssen wir mal schauen hier nochmal aus. Und zwar... Naja... Können wir jetzt... drehen wir hier nochmal. I und J verbinden. Und das andere Kabel hier ist dann G und H. Und das sollte tun. Jetzt müssten wir komplett rumlaufen können. Ja. Und bevor wir da reingehen. Ein brennendes Kreuz. Angeblich war es auf die Stirn einer Leiche geritzt, die man hier in einem See gefunden hat. Eine einfache Waage,
Sie symbolisiert normalerweise die Gerechtigkeit oder das Wiegen der Seele vor dem Tod. Von Max weiß ich, dass der Orden, der hier gelebt hat, sie als Symbol einer Todsünde ansah. Des Geizes. Ah, okay, wir haben schon mal Hinweis. Der Deckel rührt sich nicht. Er ist sehr schwer und wurde festgemauert. Was immer Jacek in diesem Sarg versteckt hat, er wollte um jeden Preis verhindern, dass es schnell gefunden werden kann. Dann ist da die Leiche drin, hä? Ist hier noch irgendwas? Wow. Sie weiß scheinbar, dass Max da war. Wie auch immer sie das weiß. Was war da eben gerade? Nicht, ne? Himmel, ich muss mich vorsehen. Ich will ja nicht im Nirgendwo, irgendwo in Europa unter Steinen begraben werden. Auf dem Boden befindet sich eine gefrorene schwarze Flüssigkeit. Es könnte Blut sein, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, warte mal, wie sieht's denn hier aus? Oh, das sieht sehr gut aus. Die Frage ist bloß... Ah, Moment. Oder? Nee. Wenn es zugemauert... das wurde zugemauert. Moment. Das scheint auch die einzige Sache zu sein, die hier irgendwie relevant ist. Der Rest ist bloß informativ hier für das... Ne? Können wir... Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht einfach nur gegenhämmern? Ich werde versuchen, das Stück herauszuklopfen. Dabei muss ich mich vorsehen. Sonst stürzt über mir alles in sich zusammen. Oh. Das klang gefährlich. Ich muss mich vorsehen, denn viele solcher Stöße hält die Gruft nicht mehr aus. Verdammt. Vorsicht, Lara. Sie soll doch nicht über dir einstürzen, oder? Nur noch ein kleiner Schlag. Was? Oh. Ein Putzel. Okay. Das klang gefährlich. Ich muss mich vorsehen, denn viele solcher Stöße hält die Gruft nicht mehr aus. Oh, toll. Versaut. Verdammt. Oh, super. Und weg. Tot. Der Mörtel ist fest. Ja, der ist fest, genau. Vielleicht das hier. Huch, so. Das klang gefährlich. Ich muss mich vorsehen, denn viele solcher Stöße hält die Gruft nicht mehr aus. Das fällt da raus. Verdammt. Vorsicht, Lara. Sie soll doch nicht über dir einstürzen, oder? Wieso ist klein? Nur noch ein kleiner Schlag. Wie so ein kleiner Hammer. Das ist ein großer Hammer. Oh, super. Ich würde so gerne glauben, da wäre nichts drin. Ich weiß, wer da liegt. Jacek. Großer Gott, das ist Jacek. Er sieht genauso aus wie auf dem Foto. Und das Symbol auf seiner Stirn. Es ist dasselbe wie auf dem Sarkophag. Tatsächlich trug jedes Opfer eines der Symbole, die hier eingraviert sind.
Was hat das zu bedeuten? Denk nach, Lara. Denk nach! Trotz der Kälte hier hat die Verwesung eingesetzt. Er liegt seit Wochen hier. Vielleicht seit einem Monat. Aber dann kann Jacek nicht in San Francisco gewesen sein. Nein, aber Bateman. Wer ist dann geflogen? Bateman. Jemand mit Jaceks Papieren. Aber ja. Wer? Bateman. Jacek hat niemanden getötet. Das war Bateman. Er hat seine Identität angenommen. Bravo. Gut gemacht. Du. Ist es... Ist es... Zeit? Zeit zu gehen? Nein. Du hast eine Mission. Du musst Bateman fangen. Ihn aufhalten, bevor er etwas tut, was sich nicht rückgängig machen lässt. Was denn? Er will ein Ritual aus diesem Manuskript durchführen. Dieses Manuskript ist kein Spielzeug. Jemand wie er sollte das wissen, aber er will es nicht begreifen. Aber ja, er will seine tote Frau Beatrice wieder erwecken. Das ist der Grund für all die Opfer und Symbole. Aber was ist mit Max? Welche Rolle spielt er bei all dem? Hat er ihm geholfen? Oder wie ist das gelaufen? Du hast zu viele Fragen und zu wenig Zeit. Halte ihn auf, dann können wir reden. Das Ritual darf nicht durchgeführt werden. Es darf nicht passieren. Du kannst dir die Konsequenzen gar nicht vorstellen. Ich hatte mit Batemans Leiche gerechnet. Stattdessen liegt Jacek in dem Sarkophag. Ich habe mich geirrt. Jacek hat Bateman nicht getötet, es war andersrum. Jacek verkaufte das Manuskript und das kostete ihn das Leben. Bateman nahm seine Identität an und floh in die Staaten. Seine Untaten, all diese Toten, alles nur Schritte auf dem Weg, seine Frau wieder zum Leben zu erwecken. Aber der Akt ist erledigt, okay. Hier ist nichts. Hier ist das Übliche. Aber wir kommen ja hier nicht raus. Oder wir nehmen den Hammer und machen das Schloss kaputt. Könnten wir ja eigentlich tun. Das sollten Sie sehen. Halten Sie mich für dämlich, Leroy? In einem der Sarkophage liegt der ermordete Jacek. Wenn Sie das nicht für wichtig halten. Was? Okay, ich komme runter. Aber wehe, wenn das ein Trick ist. Was? Jacek wurde von Bateman ermordet? Von diesem ruhigen, unglücklichen Mann? Er war für Argo in dem Augenblick entbehrlich. Jacek jedoch nicht. Das Hauptquartier in den Staaten hat ihn angefordert. Also hat Bateman seine Papiere gefälscht und ist nach San Francisco abgereist, indem er sich für ihn ausgab. Und dann hat er weiter gemordet. Genauso wie es das Ritual aus dem Manuskript vorschreibt. In vita mortis. Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie diesen Namen? Vita mortis ist ein Mythos. Eine Erfindung. Verstehe. Dann müssen Jacek und Bateman hier etwas anderes gefunden haben. Was? Was haben Sie gefunden? Und wann? Sie haben vita mortis gefunden und mir nichts gesagt? Unglaublich. Oder vielleicht verdammt. Darum hat er ein Symbol auf der Stirn, das auf dem Sarkophag abgebildet ist. Und wenn es noch andere Opfer gibt, Opfer mit Symbolen. Vita Mortis ist kein Mythos, und das wissen Sie ganz genau. Sie haben hier danach gesucht. Sprechen Sie diesen Namen nie wieder aus. Das Buch soll finstere, schreckliche Dinge enthalten. Ich kenne seine Notizen und kann mir denken, was er vorhat. Er will sie zurückholen, nicht wahr? Seine tote Frau. Ich muss telefonieren. Nicht in der Gruft, oder? Bitte. Lara? Ich werde Sie nicht fragen, wo Sie sind. Hallo. Ich brauche ganz dringend eine Information. Bei Argo arbeitet ein Mann namens Bateman. Er hat seine Frau in den Flitterwochen im Ausland verloren. Wo genau ist das passiert? Wo wurde sie begraben? Augenblick. Wer sind Sie eigentlich? Leroy ist nicht Ihr richtiger Name, nicht wahr? Ich hab's. Beatrice Bateman. Ermordet im Alamo Bonito Hotel in der Nähe von Tijuana. Begraben auf dem dortigen Friedhof. Danke. Ich werde später alles erklären. Ich habe Sie was gefragt. Sie sind keine Touristin und wurden auch von keinem unserer Konkurrenten geschickt.
Wer zum Teufel sind Sie? Jemand, der das alles in Tijuana beenden muss. So viele Leben gingen wegen eines Buches verloren. Wegen der Geheimnisse, die es birgt. Blasphemische Reporter, die nicht an uralte Orte glauben. Der geizige Jasse, der das Manuskript gegen Batemans Willen verkauft hat. Ungeduldige Statiker, die für einen Einsturz gesorgt und Bateman verletzt haben. Und Burke. Der eitle, arrogante Burke, der sich mit den Erfolgen anderer gebrüstet hat. Und die fünfte Sünde? Wessen Verzweiflung wird Bateman dabei helfen, sein monströses Ritual zu beenden? Der Vorhang schließt sich, Lara. Die Vorstellung ist bald zu Ende. Oh, unsere Verzweiflung? Akt 7. Glaube oder Vernunft? Deswegen die Entscheidungsfrage wahrscheinlich. Glauben wir oder Logik, ne? Bob's Motel, unter den Einheimischen auch besser bekannt als Alamo Bonito. Hier ist Batemans Verlobte gestorben. Und hier wird er sie wieder zum Leben erwecken wollen. Das lasse ich nicht zu. Das Katz-und-Maus-Spiel ist jetzt zu Ende. Hier und heute.